Ohne Licht sind wir nichts. Denn Licht ist Leben und Licht rettet Leben. Als Thomas Alva Edison 1880 seine Glühlampe zum Patent anmeldete, ahnte er nicht, welche Auswirkung sein praktisches Leuchtelement auf die Welt haben wird. Denn der Griff zum Lichtschalter, egal ob zu Hause oder im eigenen Auto, gehört wohl zu den selbstverständlichsten Dingen. Wurden Glühbirnen anfangs nur als Positionslampen eingesetzt, entwickelten sie sich rasch zu einem essentiellen Sicherheitselement im Automobilbau. Ein Fahrzeug ohne standesgemäße Beleuchtung, heute undenkbar. Mit einer gewöhnlichen Glühbirne aber haben moderne Scheinwerfer nichts mehr gemein. Die Autoindustrie ist nach H4, Xenon und LED-Technik bereits bei der hochenergetischen Lasertechnologie angekommen. Als erste Marke überhaupt hat Audi seinen Rennwagen R18 quasi als Testversuch im härtesten Labor der Welt mit der innovativen Technologie zum 24-Stunden-Rennen von Le Mans geschickt. Die Konsequenz des erfolgreichen Debüts: Laserlicht findet im aktuellen Audi R8 LMX den Weg auch in einem Serienfahrzeug auf die Straße. Der technische Aufwand, der hinter dem sogenannten Matrix-Laserlicht steckt, ist enorm. Die Erhöhung der Sicherheit bei Nachtfahrten aber unbestritten. Laserleuchtelemente stellen im Fahrzeugbau aktuell das obere Ende der Technologie dar. Mittels Glasfasertechnik gebündeltes Laserlicht wird durch einen Konverter in tagweißes Licht umgewandelt. Und dieses wird auf 420.000 verstellbare Mikrospiegel gelenkt, die das Licht je nach Geschwindigkeit oder auch Notwendigkeit breit oder fokussiert bis zu 300 Meter auf die Straße projizieren. Und jetzt kommt's, diese Spiegelfläche, die ist nicht größer als eine Kaffeebohne. Bei besonders hohen Geschwindigkeiten wie im Motorsport ist diese Art des Lichts ein unverzichtbarer Vorteil. Auf der Straße arbeitet das System mit einer selektiven Reichweite. Das bedeutet, dass bei langsamen Fahrten der Lichtkegel deutlich breiter wird, um die Umgebung, Menschen oder etwaige Hindernisse perfekt auszuleuchten. Und bei schneller Fahrt, zum Beispiel auf der Autobahn, fokussiert der Lichtkegel und schöpft die volle Reichweite aus. Doch Licht hat auch noch eine weitere, nicht zu unterschätzende Funktion im Automobil. Licht nimmt Angst. Wir Menschen sind nicht unbedingt Wesen der Nacht. Das heißt, wir funktionieren besser bei Tag. Und beim Autofahren vor allem werden 90% der Informationen über die Augen wahrgenommen. In der Nacht fallen viele Informationen weg. Denken Sie nur an die Farben, an Kontraste. Und wenn man da jetzt eine gute Lichttechnologie hat, dann bekommen wir wieder mehr Information. Und mehr Information bedeutet auch oft mehr Sicherheit. Moderne Autos kümmern sich mit Hilfe einer Armada an Sensoren und Kameras um ihre Insassen. Wird es dunkel, gehen die Scheinwerfer selbstständig an. Messen die hochsensiblen Linsen Licht durch den Gegenverkehr, wird automatisch abgeblendet. Das ist mittlerweile bekannt, doch bei weitem nicht alles. Moderne Fahrzeuge wie zum Beispiel der VW Touran verfügen bereits über einen ausgeklügelten Mix an Scheinwerfertechnologien. Hier werden Xenon-Scheinwerfer mit Tagfahr-LEDs kombiniert. Und neben den üblichen Verdächtigen mit dem Fernlichtassistenten, Abbiegelicht oder in die Kurve mitschwenkende Scheinwerfer findet man auch passive Lichttechnologie wie zum Beispiel die Coming-Home-Funktion. Dabei bleiben die Scheinwerfer eine gewünschte Zeit lang noch an, damit man zum Beispiel in der Nacht auch den Weg zur Haustüre leichter findet. Die Automobilindustrie weiß das Thema Licht aber noch in einem weiteren Punkt für sich zu nutzen. Hier steht weder der Sicherheitsgedanke noch die Angstprophylaxe im Vordergrund, sondern ein klein wenig Eitelkeit. Für Automobildesigner ist Licht, dank neuer Technologien und Materialien, eine großartige Spielwiese. Denn genauso wie man Menschen an den Augen erkennen kann, lassen sich bei Nacht Fahrzeugmarken anhand ihrer Lichtsignatur zuordnen. Bei der spanischen Marke Seat, und das ist nur ein Beispiel von vielen, funktioniert das mit Hilfe von scharf gezeichneten und unverwechselbaren LED-Tagfahrleuchten, die man in verschiedenen Variationen in der gesamten Modellpalette wiederfindet und für einen deutlichen Wiedererkennungseffekt sorgt. Thomas Alva Edison hatte schon recht, als er sagte, wenn es einen Weg gibt, etwas besser zu machen, finde ihn. Im Fall der Glühbirne folgten unzählige Ingenieure diesen weisen Worten und entwickelten den fragilen Glühstrumpf von einst zur hocheffizienten Lasertechnologie. Dass es seine kleine Erfindung so weit schaffen wird, konnte sich auch der geniale Edison wahrscheinlich nicht im Traum ausmalen.